Herzlich willkommen zu unserem zweiten Vodcast in diesem Jahr. Herzlich willkommen zum wiederholten Male zum Thema Impfen. Das Thema Impfen und Impfzentren hat uns ja im ersten Vodcast beschäftigt. Wie ist das im stationären Bereich gelaufen? Ich darf alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer herzlich begrüßen hier bei unserem Vodcast der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Mein Name ist Roland Weigel und wir wollen uns heute dem Thema Impfen im ambulanten Bereich widmen. Und dazu habe ich mir natürlich auch wieder jemanden hinzugeholt, der sich im ambulanten Bereich gut auskennt. Herzlich willkommen, Thomas Eisenreich. Ja, hallo Roland Weigel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schauen wir mal. Du bist Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege und bist derjenige, der sich auch im ambulanten Bereich auskennt und tummelt. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen. Aktueller Anlass ist, heute war Start für die Terminvereinbarung für die Menschen über 80 in den Großimpfzentren. Das heißt, die Menschen über 80, die besonders gefährdet sind, durch das Coronavirus auch dort impfen zu lassen. Dazu haben wir schon vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen eine kritische Position bezogen, dass die Großimpfzentren am Bedarf vorbeigeplant sind. Wir sehen aber aktuell keine Wende in der Impfstrategie. Wie schätzt du das ein aus der Sicht von ambulanten Betreibern, ambulanten Bediensten? Ja, für die Zielgruppe 80 plus, gerade diejenigen, die nicht mehr so mobil sind, die sich schwer tun, die vielleicht auch eine demenzielle Veränderung haben, ist dieser Weg in die Impfzentren weit. Das ist für Otto-Normalverbraucher schon weit, so wie die zum Teil angelegt sind. Aber für diese Zielgruppe ist es noch weiter. Wir haben ein zweites Riesenthema dabei. Es ist nicht nur die Entfernung, sondern es ist auch die Aufforderung, sich in eine Mobilität zu begeben, die man auf der anderen Seite ja gern vermeiden will. Also in dem letzten Gipfel von der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten war ja ausdrücklich die Aufforderung da, möglichst eben nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Ballungszeiten zu fahren. Jetzt bedeutet das aber für die Zielgruppe, die in der Regel nicht Auto fährt, entweder haben sie das Geld für ein Taxi oder sie setzen sich in den öffentlichen Nahverkehr und begeben sich damit in ein Risikogebiet, was die eigentlich vermeiden sollen. Jetzt gibt es ja das Angebot ab Pflegegrad 3, wenn ich das jetzt am Wochenende richtig verfolgt habe, auch einen Taxischein oder eine Übernahme der Taxikosten auch zu erhalten. Oder halt eben, was ich heute Morgen gehört habe, Franz Müntefering hat von Berlin aus für seine Heimatstadt Herne auch nochmal dazu aufgerufen, sich gegenseitig zu unterstützen, also Nachbarschaften zu aktivieren. Das mit dem Taxischein ist natürlich eine gute Lösung. Da hat auch der GKV-Spitzenverband ja auch zu veröffentlicht. Das ist sicherlich ein Weg. Heißt aber immer noch, ich muss eben einigermaßen mobil sein, um in dieses Impfzentrum zu kommen. Und ich muss eben auch in der geistigen Lage sein, durch diesen Prozess eines Impfzentrums durchzugehen. Das ist ja nicht so wie in der Arztpraxis, wo ich vorne eine Sprechstundenhilfe habe und dann mal eben zum Arzt gehe und wieder raus bin, sondern das sind ja riesige Einheiten, Messehallen etc. Da fällt es einem normalen Menschen ja schon schwer, sich zu orientieren. Und bei Hochaltrigen wird es eher noch schwerer werden. Das Zweite ist mit Nachbarschaften, dass sie helfen, ist eine gute Idee. Nur, wir sagen auf der einen Seite, dass diese Altersgruppe Hochrisikogruppe ist, um an einer Corona-Erkrankung schwerwiegend zu erkranken. Wir reden davon, dass wir in Pflegeeinrichtungen nur noch mit Tests Menschen reinlassen dürfen, dass Mitarbeiter in ambulanten Diensten 2 bis 3 Mal die Woche getestet werden. Das würde aber bedeuten, wenn ich die Nachbarschaft bitte, solche Unterstützung zu geben, dass sie das auch erst nur dann machen dürfen, wenn sie getestet sind. Denn sonst bringe ich ja eine Gruppe, eine vulnerable Risikogruppe mit der Gruppe von außen zusammen, wo ich gar nicht weiß, ist der ehrenamtliche Nachbar ungewollt, der muss ja gar nichts merken, asymptomatisch, auch noch Überträger des Virus und setzt dann quasi die Gruppe, der er helfen will, auch noch im Risiko aus. Also auch das sollte man dabei immer bedenken. Ansonsten ist es eben extrem davon abhängig, wie gut oder schlecht die Nachbarschaft ist. Also lebe ich in einer dörflichen Struktur, ist es vielleicht einfacher zu organisieren, als wenn ich irgendwo ziemlich alleine in einer Großwohnsiedlung bin, wo es eben diese nachbarschaftlichen Hilfen nicht gibt. Mhm. Das sollte man dabei auch bedenken.
Und was schlagen die Akteure der Ruhrgebietskonferenz Pflege jetzt vor? Es gibt ja einen Fachbegriff, das ist das sogenannte Kartoffelquartier. Das sind nämlich die Bewegungsradien, die eingeübt sind zum Einkaufen, zum Arzt, zum Physiotherapeuten etc. Das heißt also im Umkreis von 500, 800 Metern Impfangebote vorzunehmen, was jetzt ja auch geht, weil BioNTech geäußert hat, dass sein Impfstoff doch haltbarer und transportabler ist als bis dato angenommen. Und wir haben ja erlebt, wie gut es mit den Impfungen in den stationären Einrichtungen und der dortigen Aufbereitung des Impfstoffes gelaufen ist. Und wenn wir diese Idee des Kartoffelquartiers auf der einen Seite und die Erfahrung der stationären Anbieter auf der anderen Seite mal übereinander bringt, könnte man unter bestimmten räumlichen Voraussetzungen auch anbieten, dass Mitarbeiter von Pflegediensten und die Zielgruppe 80 plus im Umkreis der geeigneten stationären Einrichtung mitgeimpft werden können. Ob ich nun eine Charge Impfstoff dort anliefere und aufbereite oder zwei Chargen, ich vereinfache jetzt mal, das ist dann relativ egal. Aber durch diese dezentralen Strukturen könnten wir wahrscheinlich 60-70% der Zielgruppen schon mal erreichen und damit schnell durchimpfen und damit eine Sicherheit schaffen. Also es geht ja nicht ums Prinzip hier, sondern wir wollen ja schnell eine Sicherheit für eine Zielgruppe erreichen, die besonders unter den Corona-Folgen ja, gesundheitlich leidet, wenn sie denn erkrankt. Und daher eben dieser dezentrale Ansatz. Es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, es ist nicht genug Impfstoff da. Das heißt also, das Wenige, was da ist, jetzt auch noch dezentral zu verteilen, sei nicht effizient. Naja, das kann man auch anders sehen. Wir haben ja genau dieses Thema auch seit Jahresanfang, seitdem es eben in den stationären Einrichtungen und in allen Teilen der Krankenhäuser die Impfung begonnen haben, kennen wir das ja auch, dass man dann Impfstoff über hat. Und dann hat man einfach sehr pragmatisch andere Gruppen, die im Umkreis wohnten oder zu tun hatten, zum Teil Bewohner in betreuten Wohneinrichtungen, spontan in die Impfung mit einbezogen. Also der Impfstoff ist ja nicht weggeschmissen worden. Das kann ich aber in einem großen Impfzentrum nicht machen. Wenn ich dort Impfstoff über habe, der auch vorher schon aufbereitet worden ist, kann ich ja nicht mal eben irgendwo aus einem anderen Stadtteil 500, 800 Leute anschleppen und sagen, jetzt lass dich auch mal schnell impfen. Wenn ich aber weiß, ich habe noch für 10 Personen Impfstoff da, dann geht zur Not jemand los und klingelt an den Haustüren in der Umgebung und fragt, wer noch zur Impfung kommen will. Also auch das lässt sich dezentral, was die Verwendung des Impfstoffes angeht, eigentlich viel besser organisieren, dass da nichts weggeschüttet werden muss. Das heißt, wenn jetzt genug Impfstoff da wäre, dann könnten wir das dezentral viel schneller organisieren und interessanterweise signalisieren ja die Apotheken und niedergelassenen Ärzte, dass sie an so einer Strategie auch sehr intensiv mitarbeiten würden, auch in einer hohen, also in einer hohen Geschwindigkeit sehr schnell eine Durchimpfung erreichen würden. In dem Zusammenspiel würden die Apotheken den Impfstoff beispielsweise morgens und mittags aufbereiten, den Ärzten für ihre aufsuchenden Besuche in den Wohnungen von Hochaltrigen, die nicht mobil sind, zur Verfügung stellen und eben diesen dezentralen Impfstellen an geeigneten Orten vorbeibringen und antransportieren können. In der Medikamentenlieferung haben übrigens Apotheken auch Erfahrung, denn die liefern ja vielfach Medikamente auch bei ihren Kunden an. Die Zwischenkühlung kennen die auch. Das habe ich auch selber jetzt erlebt, als ich meinen Impfgrippeschutz organisiert habe, habe ich auch eine Kühlbox mitbekommen. Also insofern gibt es dort eingespielte Routinen, die man ein bisschen hochskalieren muss, weil wir über andere Mengen reden. Aber das geht. Und Apotheken sind nun mal Apotheker, weil sie eben auch Impfstoffe aufbereiten und verteilen können. Also dort gibt es Erfahrungen, die man nicht woanders neu aufbauen muss. Was müsste dann jetzt als erstes getan werden? Weil man kann ja jetzt sagen, okay, wir haben jetzt nicht den Impfstoff, aber es bleibt ja dann halt eben auch ein bisschen Zeit, bis Impfstoff da ist. Genau. Also wir, ich gehe mal davon aus, dass wir mindestens noch 2 Wochen haben, bevor große Mengen oder größere Mengen an Impfstoff wieder zur Verfügung stehen. Und das bietet sich an, diese Zeit zu nutzen und nochmal zu überlegen, ist eigentlich dieser zentrale Ansatz für die Zielgruppe, über die wir jetzt reden, eigentlich der richtige? Oder ist die Idee der zentralen Impfzentren
gut, wenn ich die große Masse, ich sage jetzt mal 60 und jünger impfen will, die eben viel mobiler sind, die über Mobilität verfügen, die vielleicht auch zeitlich flexibler sind und die auch besser sich in diesen Strukturen orientieren können. Und nehme für die anderen eben diese dezentralen Strukturen auf. Und diese zwei, vielleicht sind es auch drei Wochen zu nutzen, nochmal gemeinsam alle Akteure sich hinzusetzen und zu sagen, wie kriegen wir das jetzt am besten umgesetzt, ohne dass wir jetzt hier Befindlichkeiten ausdiskutieren oder wie Jens Spahn sagt, über Schuldzuweisung reden, sondern sagen, wir haben keine Blaupause, um den OB von Solingen zu zitieren, keiner hat eine Blaupause für so eine Pandemie. Aber wir müssen agil immer wieder lernen, feststellen, geht, geht nicht, war eine gute Idee, funktioniert nicht, müssen wir vielleicht auch Änderungen vornehmen. Und genau dieses agile Vorgehen brauchen wir jetzt. Sagen, jawohl, Impfzentrum war eigentlich eine gute Idee, funktioniert aber dafür nicht. Es gibt einen etwas anderen Weg, dezentrale Impfstellen, so wie wir es in der Ruhrgebietskonferenz vorgeschlagen haben. Die Akteure der Altenhilfe, die ja sehr, sehr geübt inzwischen sind, in der Pandemie zusammenzuarbeiten, machen auch eine Hauruck-Aktion mit Ärzten, Apothekern zusammen und erklären sich bereit, dieses Thema bis, ich sage jetzt mal, Sommer zu lösen. Und ich glaube, das kriegen wir auch hin. Ja, Minister Laumann hat ja in einem unserer gemeinsamen Termine darauf hingewiesen, dass sich die gesamte Corona-Krise für ihn eigentlich so etwas wie eine Entwicklungswerkstatt darstellt. Das heißt also, dass man immer wieder drauf schaut, man macht den nächsten Schritt, man guckt drauf, hat sich das bewährt und man lernt dann auch. Es wäre gut, dann daraus Lehren jetzt zu ziehen und zu sagen, okay, das mit den Großimpfzentren kommt vielleicht im Frühjahr und im Sommer, wenn wir in der Lage sind, die Massen zu versorgen. Aber jetzt, wo wir diesen ausgewählten Kreis, wir reden ja hier über die 600.000 im Land Nordrhein-Westfalen lebende Menschen, die ambulant zu Hause versorgt werden müssen, weil sie mobilitätseingeschränkt, hilfebedürftig, pflegebedürftig sind. Aber für die doch dann eher die dezentralen Lösungen auch zu nehmen. Und das heißt, in den Kommunen vor Ort Netzwerke, die schon vorhanden sind, weil sie erprobt sind, rund um die stationären Einrichtungen mit Feuerwehr, mit kommunalen Akteuren, auch mit den Hilfsorganisationen, jetzt auch in den nächsten Wochen gut vorbereitet dann auch in die Impfung der Menschen zu Hause zu schicken. Genau. Und Lernwerkstatt heißt ja, auf beiden Seiten zu lernen, miteinander zu reden, neu zu überlegen, nachzujustieren und immer wieder den besten Weg zu suchen. Und uns geht es ja hier nicht, um das nochmal klarzustellen, uns geht es ja nicht um Befindlichkeiten und Rechthaberei, sondern es ist ja auch für uns eine neue Erfahrung, wie man aus so einer Pandemie herauskommt. Das ist eine spannende Erfahrung, werde ich wahrscheinlich damit 80 auch meinen Enkeln vielleicht mal erzählen, wenn die dann vielleicht auch in einer neuen Virusepidemie ja unterwegs sind. Aber nochmal zurückzukommen, also Lernwerkstatt heißt miteinander reden auf beiden Seiten, Ideen auch mal verwerfen oder anzupassen. Und ich glaube, dazu sind wir zumindest von Anbieterseite alle bereit, weil wir irgendwie sehen, dass wir aus dieser Situation herauskommen müssen. Und auch nochmal, um den OB aus Solingen zu zitieren, wir kommen nicht damit raus, dass wir jetzt nur als Anbieter, als Akteure vor Ort darauf warten, dass uns Düsseldorf oder Berlin ansagt, was wir zu tun haben, sondern das Wissen, das Know-how, die Erfahrung, die wir inzwischen gesammelt haben, nutzen und zu sagen, wir helfen, wir können dabei helfen, mit diesen Erfahrungen das Problem zu lösen. Und das wird nur dezentral und zentral gehen. Zentral für die, wo es Sinn macht, und dezentral für die anderen, wo die Lösung dezentral einfach besser ist und besser geeignet ist. Ja, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich auch schon mal mit konkreten Lösungen diskutiert oder nach konkreten Lösungen auch gefahndet. Ganz spannend fand ich zwei Angebote. Silke Gerling, Geschäftsbereichsleiterin des Diakoniewerks in Essen, hat angeboten, dass man zum Beispiel die Einrichtung in Krai, ein Stadtteil, der eben relativ schwer zu erreichen ist, wenn man das Großimpfzentrum in der Essener Gruger mal so als Zielpunkt sieht. Das heißt, ein Stadtteil, der auch am sogenannten Sozialäquator der A40 liegt, auch schlecht mit dem ÖPNV erschlossen ist oder nicht so besonders gut erschlossen ist, dass man dort halt eben auch in der Einrichtung des Diakoniewerks in Essen
wo auch schon die Impfungen stationär stattgefunden haben, auch jetzt das Quartier dort oder den Stadtteil versorgen könnte. Kerstin Schönlau von der Diakonie Gladbeck-Bottrop-Dorsten hat das Diakoniezentrum in Bottrop als Beispiel angeführt, wo drumherum 50 Seniorenwohnungen und auch das Prosper-Wohnzentrum liegen. Da ist ein ambulanter Dienst mit im Zentrum enthalten, der auch beim Transport helfen könnte. Das wären ganz konkrete Beispiele. Das heißt, wenn man sich vor Ort in den Kommunen zusammensetzt, solche Beispiele, solche Standorte ja auswählt, auch dort die Logistik hinterfragt oder beziehungsweise auch die Logistik wieder aktiviert, könnten wir zu relativ schnellen und sehr pragmatischen Lösungen kommen. Genau. Und genau diese Vielfalt, die du, Roland, gerade angesprochen hast, macht es ja aus. In dem einen Fall weiß ich es beispielsweise, weil dort Seniorenwohnungen explizit benannt sind. Da kann ich davon ausgehen, dass ich 100% Trefferquote habe, wenn ich dort einlade zur Impfung oder die Menschen dort abhole oder dort auch Termine organisiere. Ich weiß das in der Regel ja auch in Stadtteil bezogen. Das wissen die Kommunen, wo ihre Hotspots der eher hochaltrigen Menschen in den Stadtteilen sind. Und hier kann ich genau über solche Zusammenarbeiten, ambulante Dienst, stationäre Einrichtungen, vielleicht auch Tagespflege, kann ich mit regionalen, dort ansässigen Ärzten, Apothekern solche Impfungen organisieren. Das geht eben stärker, weil ich da ein Gemeinschaftsgefühl habe, kann ich viel besser in solchen Quartieren organisieren als übergreifend. Und wer einmal bei der Messe gewesen ist, ich meine, Roland, du kennst das auch, Messebesuche sind für einen Otto-Normalmenschen schon ein Horror in der Orientierung. Also von der Bahn zum Eingang, Eingang bis zur entsprechenden Halle, sich zurechtzufinden. Dann zu gucken, da muss man auf Toilette. Wo sind die Toiletten? Ja, die sind irgendwo in der Ecke. Dann läuft man da durch die Gegend. Also für uns ist es schon eine Herausforderung, zur Messe zu gehen und sich zu orientieren. Und dann stellt man sich das mal 30 Jahre weiter vor, ich bin jetzt 52, 30 Jahre weiter vor, in einer Umgebung, wie man eigentlich so vielfach gar nicht gewohnt ist. Das ist der Horror. Also muss ich im Quartier bleiben und, wie gesagt, an das Gemeinschaftsgefühl akzeptieren. Wir haben aber auch eine Herausforderung als Anbieter auf der anderen Seite. Das hat sich auch in den ersten Wochen gezeigt, wenn das Thema Impfen losgeht, haben wir zwei Zielgruppen in den Quartieren. Wir haben einmal die Zielgruppe, über die wir gerade reden, die 80-Jährige. Und wir müssen überlegen, genau wie in der stationären Pflege, dass wir Mitarbeiter haben, die müssen ja auch geimpft werden. Ja? Auch das muss möglichst zeitgleich erfolgen, sonst macht die ganze Aktion nämlich keinen Sinn. Das heißt, ich muss also in diesem Quartierslösung auch überlegen, wie kriege ich die Mitarbeitenden geimpft, damit auch da das normale Leben wieder langsam Einzug halten kann. Und dann ist die Herausforderung von unserer Seite, dass wir als Anbieter das mit organisieren, dass unsere Mitarbeitenden auch geimpft werden können. Das, also für unsere Betriebe kann ich sagen, sind alle dabei, ja, und stehen Gewehr bei Fuß, selbst am Wochenende. Und wir müssen die schaffen, eine Impfbereitschaft zu kriegen, die extrem hoch ist, damit wir nachher nicht mit einer zweigeteilten Mannschaft unterwegs sind. Das ist auch ein Learning aus den ersten Impfwochen in anderen Einrichtungen, auch Krankenhäusern, dass wir einfach hier viel mehr auch intern werben müssen. Wir als Unternehmensgruppe machen das. Wir haben dazu auch eine kleine Kampagne gestartet. Wir impfen, die nach innen, aber auch nach außen zieht. Die Ruhrgebietskonferenz Pflege macht auch bei der Kampagne mit einem eigenen Logo und auch Außendarstellung. Wir haben inzwischen einen sehr prominenten Unterstützer in NRW mit Doc Esser, der da auch Aufklärungsvideos für unsere Mitarbeitenden macht, damit wir eben hier eine 80-90-prozentige Durchimpfung der Mitarbeitenden kriegen. Und wenn wir das geschafft haben, gemeinsam, also im Quartier impfen, die Menschen oberhalb von 80 impfen, dann haben wir schon mal einen großen, großen Baustein geschaffen, die hohen Erkrankungszahlen zu reduzieren, die Todeszahlen ebenfalls nach unten zu schieben, die Krankenhäuser zu entlasten. Und das muss das Ziel einer solchen Initiative zusammen sein. Ja, das ist ein gutes Schlusswort fast schon. Ich würde noch eine Zahl hinten dranhängen oder Daten hinten dranhängen und sagen, was uns am Wochenende in Aussicht gestellt worden ist. Wenn es uns gelingt, die Einrichtungen zeitnah durchzuimpfen, und im stationären Bereich haben wir das, im ambulanten Bereich werden wir das hoffentlich
bis Mitte Februar auch zumindest organisiert bekommen, wie es aussehen kann, dann lassen sich die Todeszahlen halbieren. Und ich finde, das ist ein Ziel, was lohnenswert ist und was wir alle gemeinsam erreichen können, auch mit so einer Kampagne und sicherlich auch nochmal mit einer guten neuen Impfstrategie. Thomas Eisenreich, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wir werden das jetzt wieder veröffentlichen. Und ich hoffe, wir treffen da auf die Resonanz, die wir brauchen, um das, was wir gerade skizziert haben, so schnell wie möglich umzusetzen. Vielen Dank. Tschüss.